Herzlich willkommen zu unserem nächsten Webinar hier bei JFT Brokers. Mein Name ist Stefan Friedrichowski und natürlich auch herzlich willkommen im Namen von JFT Brokers. Ja, heute geht es um Traden und Investieren leicht gemacht. Das heißt, ich werde ein wenig erzählen über unsere neue Investing-Plattform JFT Invest und gehe natürlich da auch ein bisschen auf die Highlights ein. Die Highlights der Woche, denn wir gehen mittlerweile hin und informieren auch immer über die Highlights bei JFD Invest, weil da gibt es immer was zu berichten. Neue Strategien beziehungsweise die, die einfach besonders gut laufen und ja, wo es sich extra lohnt zu investieren. Und wie das alles geht? Das mache ich mal ganz kurz hier, stelle ich vor. Sicherlich brauchen wir hier keine Stunde, sondern halten das Webinar kurz und bündig, so dass klar ist, wie Sie jeweils investieren können und welche Schritte dazu nötig sind, um genau auch hieran zu partitionieren. Also, weil es wird wirklich einfach. Bevor wir starten, wie immer bei unseren Webinaren, einmal kurz noch die Folie über den Risk Disclaimer. Das heißt, wer schließlich und endlich Sachen hier tut, die ich zwar hier vorstelle, tut es natürlich auf eigenes Risiko, auf eigene Verantwortung. Aber ich denke mal, das ist klar. Und ja, ist dann auch hiermit einmal natürlich gesagt. Wir starten mal mit dem Newsletter der Highlights. Und der Newsletter der Highlights, ja, der auch diese Woche verschickt wurde, wer den nicht bekommt, einfach kurz nochmal bei JFD Support sonst nachfragen, um in den Verteiler zu kommen. Ja, da berichten wir über die wöchentliche Performance und hier war das absolute Highlight von letzter Woche die Strategie Goldmine mit nahezu 2% Performance-Wachstum innerhalb von einer Woche. Ja, und damit ist Goldmine weiterhin auch in Summe die Nummer 1 aller JFD Invest Trading Strategien. Die Equity kann man hier schon in klein sehen, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Worauf ich ein bisschen abzielen will ist, naja, hat man Geld in die Top 3 Performer hier investiert, dann hat man so im Schnitt 1% Zuwachs letzte Woche realisiert. Das ist schon ein bemerkenswertes Ergebnis. Aber jetzt wollen wir natürlich auch schon mal schauen, wie geht's denn nun? Und dazu starte ich einfach auf der JFD Webpage direkt und da gibt es einen Button, der heißt einfach Investieren, JFD Invest. Und wenn wir dann da einmal hingehen, sind wir auch schon direkt bei JFD Invest. Kurz vorgestellt, worum geht es in Summe? Naja, oder wie geht es? Schließlich und endlich will man natürlich hier an diesen Strategien partitionieren. Partitionieren heißt, dass diese Trades von diesen vorselektierten Strategien, hier sind mal die Top 5 Performer aufgelistet, dass man diese Strategien direkt in sein Konto kopieren möchte. Dazu ist es dann, sind ein paar Schritte nötig, um das Ganze zu tun. Und das steht hier auch nochmal gerade hier oben. Was ist dazu nötig? Zum einen braucht man ein JFD Invest Profil. Das heißt, das ist sowas wie ein ganz normaler Zugang mit E-Mail und Passwort. Das ermöglicht schon mal noch mehr zu schauen als nur der reine Gastzugang, um zu sehen, was gibt's denn da überhaupt und was wird denn da getradet und welche Symbole, wie sehen dann die Equities aus und ja, was kann ich denn da erwarten? All das kann ich auch schon so sehen. Dazu bräuchte ich noch nicht mal das Invest-Profil. Das Invest-Profil brauche ich spätestens dann, wenn ich auch mal die Trades sehen möchte, die bereits ausgeführt wurden in den Strategien. Wenn ich jetzt die Neugierde geweckt habe, dann ist der nächste Schritt ein sogenanntes JFD Invest-Konto. Das heißt, man braucht ein separates Konto. Das wird einfach ganz normal eröffnet. Das brauchen auch diejenigen, die bereits schon längst Konten bei JFD Brokers haben, denn es ist ein eigenes Konto. Das Konto ist ausschließlich für JFD Invest und ausschließlich für dieses Mirror Trading, also das Reinspiegeln der Trades der vorselektierten Strategien nach den eigenen Vorgaben. Auch das machen wir natürlich gleich. Also kein normales Konto. Dieses Konto ist dann übrigens auch ein Professional-Konto mit dem Hebel 1 zu 100, da wir hier Profis folgen. Und ja, den Genuss haben wir dann auch noch. Also ein eigenes Konto. Ja, und dann wird das einfach mit dem Profil verbunden und nach den eigenen Vorgaben kann man dann starten.
Strategien zu folgen und damit auch automatisch dann diese Strategien in seinem Konto zu finden. All die Schritte gehen wir auch gleich mal durch. Wie man schon sieht, die Performance kann sich sehen lassen, die wir hier aufweisen und liegt natürlich auch daran, die Strategien werden selektiert. Das heißt, erst wenn diese einen gewissen Robustheitstest hinter sich haben, erst dann werden sie hier auch gelauncht und können dann von allen genutzt werden. Fangen wir vorne an. Also, wir starten einfach mit dem sogenannten Gastzugang, weil damit kommen wir bereits schon ziemlich weit, sodass wir sehen, was denn bei JFD Invest geht. Und man sieht, hier sind in Summe jetzt 7 Strategien, die zur Auswahl stehen. Und man hat schon direkt auch ein paar erste Kennziffern direkt hier zu sehen. Also es fängt natürlich an mit Inception Day, das ist das Datum, seit wann die Strategie tradet. Dann haben wir den Return dieser Strategie, hier zum Beispiel 22% den letzten Monat. Und da tauchen dann auch mal durchaus rote Zahlen auf, weil natürlich sind auch diese Strategien nicht automatisch in der Lage, immer nur jeden Monat Zuwächse zu erzielen. Year to date, also was wurde in diesem Jahr bisher erwirtschaftet? Und die letzte Kennziffer ist die Equity Balance Deviation. Hier geht es darum, auch zu zeigen, so ähnlich wie der Drawdown, aber nicht genau wie der Drawdown. Es geht darum, natürlich haben Strategien auch mal offene Trades auf und diese Trades können natürlich auch mal im Minus sein, wie im normalen Traders-Alltag. Und wie groß dann diese Abweichung ist zwischen diesen Floating Losses, also den aktuell offenen Positionen, wie weit die mal dann von der Balance abweichen können, das ist hier auch nochmal gegeben. Es zeigt so ein bisschen, ist so eine erste Kenngröße, um zu sehen, wie volatil ist denn diese Strategie. Kommen wir aber nochmal genauer zu. Ja, wenn man dann hier loslegen will, gehen wir einfach mal in eine Strategie hinein. Gehen wir hier beispielsweise mal in den Eurodream, dann haben wir hier sofort auch den Growth, den prozentualen Zuwachs von diesem Konto. Und vielleicht schreckt der ein oder andere jetzt ab, hey, das Konto ist ja ganz schön groß, 45.000 Euro. Das Gute ist, wenn wir nachher überlegen, wollen wir dieser Strategie folgen, können wir hier bei Details etwas anderes sehen, und zwar die Minimum-Investmentsumme, die nötig ist, um dieser Strategie zu folgen. Und die ist hier gerade mal 500 Euro. Das heißt, kommt wahrscheinlich dann doch für jeden mit in Frage. Warum zeige ich hier auch ein bisschen die ganzen Grafiken? Zum einen ist es natürlich generell extrem informativ, mehr über die Strategien zu erfahren. Zum anderen geht es ja schließlich und endlich auch darum, für sich selbst die Strategien auszusuchen, die man vielleicht kopieren möchte. Also die man dann in seinen JFD Invest Account auch hineinhaben möchte. Und hier ist es so ähnlich wie im normalen Traders Alltag. Es sollte zu einem passen, also zu seinen eigenen Vorstellungen. Und natürlich wollen wir alle Strategien haben, die einen Zuwachs haben, wie zum Beispiel diese hier. Aber es geht natürlich hier auch um die Fragen, wie volatil ist so eine Strategie und bin ich genau dazu sozusagen bereit? Ist das so mein Ding? Und gucken wir uns beispielsweise bei dieser Strategie mal die anderen Grafiken an, die wir hier noch zur Verfügung stellen. Um jetzt genau mal auf diese Frage einzugehen, gehen wir mal hier auf die Returns. Und da sehen wir was Interessantes. Das ist die Daily Returns, die wir hier so haben. Und da geht es um die Frage, na, passt das zu mir? Kann ich genau mit solchen Volatilitäten leben? Und hier ist sicherlich eine, die sehr geringe Volatilitäten aufweist. Insofern also auch sehr angenehm vom mehr psychologischen Aspekt des Tradens. Genauso können wir uns natürlich auch die Equity hier angucken von dieser Strategie. Ups, da haben wir irgendwelche Löcher drin. Das weiß ich jetzt nicht, wo die gerade herkommen. Okay, die sind auf jeden Fall nicht in der Strategie, sondern gucken wir mal Equity Balance Deviation stattdessen an. Das ist die andere Kenngröße. Sorry, dass da gerade irgendwelche Zahlen fehlten.
Equity Balance Deviation, also wie weit kann da mal so die Floating Losses mal ins Minus gehen? Und wenn wir hier mal drüber schauen, sehen wir, dass wir gerade mal bis zu 2,5% runterkommen. Das ist eine sicherlich sehr angenehme Größe. Wer jetzt weiter noch andere Dinge sich anschauen möchte, wir haben hier unten den Monthly Return Table, also wie war es denn über die letzten Monate hier alles in grün, also sehr angenehme Strategie und jede Menge Kennziffern, um einfach mal zu schauen, was macht diese Strategie. Wenn ich sage macht, was macht die Strategie, ist natürlich auch immer sehr interessant, welche Instrumente werden hier überhaupt gehandelt und auch das schauen wir uns mal an. Und in diesem Fall ist es eine Strategie, die ausschließlich den Euro-US-Dollar tradet und und hat schon knapp 200 Trades in diesen 5, 6 Monaten hier durchgeführt. Auch ebenfalls interessant, sich das anzuschauen, macht die Strategie auch wirklich einen Haufen Trades. Jetzt nicht, um wahnsinnig eine hohe Trade-Frequenz zu haben, darum geht es mir hier gerade überhaupt nicht, sondern ich will, dass hier halt nicht so eine Zahl steht wie 5 Trades. Jeden Monat ein guter Trade ist zwar auch schön, aber das ist dann noch nicht wirklich eine belastbare Aussage. Bei 200 Trades und dann der daraus entstandenen Growth hier, also so wie das Konto sich nach oben bewegt hat, das hat dann schon eine andere Aussagekraft. Gut, gehen wir nochmal zurück zu Find Strategies. Was war das Highlight von letzter Woche? Goldmine war die Nummer 1 von letzter Woche. Gucken wir uns auch diese Strategie hier nochmal genauer an. Und da haben wir ein Konto, was ein bisschen kleiner ist. Also das Konto ist mal ursprünglich mit 5.000 Euro gestartet und hat einfach über die Monate hinweg, seitdem es tradet, schon etwas mehr als 1.000 Euro verdient. Also entsprechend auch diese 22% Return, die wir hier sehen. Ja, wir haben eine Equity-Kurve, so wie man sie sich, glaube ich, in jedem Konto wünscht, nämlich sie startet links unten und geht nach rechts oben. Also ziemlich ideal. Wenn wir mal hier auch diese Abweichung uns anschauen, die so täglich hier erwirtschaftet werden, dann sehen wir auch sofort, dass diese Strategie hier durchaus ein bisschen volatiler ist. Das heißt, wir kommen jetzt hier bis zu Zahlen von minus 3%. Also wir haben hier eine etwas größere Abweichung. Also sprich, die Strategie ist etwas volatiler. Und auf der anderen Seite hat sie auch in der Tat noch mal etwas mehr Gewinne. Soweit das, was ich alles sehen kann. Also auch bei dieser Strategie natürlich noch mal einmal kurz einen Blick auf die getradeten Instrumente. Und was wir da sehen, ist, dass jetzt hier auch an mehrere, in Summe werden 12 Underlyings getradet. Es sind alles Forex-Symbole, wenn man mal Gold als Forex-Symbol mit dazu nimmt. Und wir sehen auch hier durchaus eine attraktive Trade-Frequenz. Also Statistik ist hier definitiv da. Belastbare Aussagen haben wir damit allemal. Okay, nicht alle Symbole, die hier getradet wurden, waren positiv, aber in Summe halt dann doch ziemlich stark. Also von daher hier eine etwas breiter diversifizierte Strategie. Ja, und letzte Woche allein 2% in Summe über die letzten 10 Monate hier 22%. Also schon ein beachtliches Ergebnis. Jetzt sollen wir uns natürlich die Frage stellen, hey, wie geht es jetzt ganz genau, wenn ich jetzt hier dieser Strategie folgen will? Jetzt waren natürlich die zwei Schritte. Ich brauche zum einen ein Profil und zum anderen ein Investment, Account. Gut, beides habe ich. Zum einen ein Profil, also das Profil habe ich einmal angelegt, geht hier ganz einfach eine E-Mail-Adresse und ein Passwort und schon hat man ein Profil und dann kann man sich auch hier wiederum mit seinem Profil anmelden. Und was wir jetzt hier einfach mal nicht nur simulieren, sondern tatsächlich tun wollen, ist unserer Strategie Goldmine auch wirklich zu folgen. Bevor wir das tun, will ich einfach zeigen, wir haben hier schon einige Strategien in unserem JFT Invest Account, einige Strategien, denen wir hier bereits folgen und wo wir auch schon gute Gewinne schon gemacht haben. Im Moment hier dieser Invest Account folgt bereits drei Strategien.
zwar dem BIP-Generator, dem Eurodream und der Strategie Balance. Drei Strategien folgen wir schon, aber also das Ganze ist ein 10.000-Euro-Konto. Man sieht, wir haben noch unallocated money. Also wir haben noch Luft, noch weiter in Strategien zu investieren. Ja, und das wollen wir natürlich. Jetzt wollen wir natürlich genau der Strategie Goldmine folgen. Und da können wir zum Beispiel wieder so anfangen, dass wir hier auf die Strategieübersicht gehen. Und wir haben natürlich hier einfach den Button Follow. Und wenn wir diesen Button Follow anklicken, können wir mal die Prozedur auch durchgehen, was denn da passiert. Weil das Gute ist, wir können mehrere Dinge jetzt tun. Und genau die will ich hier auch vorstellen. Zum einen sehen wir noch hier im Hintergrund die Equity von der Strategie. Aber jetzt geht es als erstes um die Frage, hey, mit wie viel Geld wollen wir in diese Strategie einsteigen? Minimum ist auch bei dieser Strategie 500 Euro. Okay, das wollen wir ändern. Und ich sage einfach mal, in diese Strategie möchte ich gerne 2000 Euro investieren von den gesamten 10.000, die hier zur Verfügung stehen. Das ist also schon mal die erste sehr gute Eigenschaft. Ich kreiere mein Portfolio mit einer Gewichtung nach meinen eigenen Vorgaben. Und so soll es natürlich auch sein, weil das ist ideal, um sein eigenes Portfolio zusammenzustellen und damit nicht einfach irgendeinem vorgefertigten Produkt zu folgen, sondern hier genau sein eigener Portfolio-Manager zu werden. Und das ist natürlich eine coole Sache. Also 2000 Euro möchte ich hier in diese Strategie investieren. Und ich möchte allerdings auch noch, dass mein Risiko überwacht wird. Mit Risikoüberwachung ist Folgendes gemeint. Ich drücke schon mal hier auf Accept. Ich kann sagen, wie viel Drawdown darf diese Strategie haben? Also wie viel Geld darf hier auch mal verloren werden, bis die Strategie automatisch bei mir herausgenommen wird? Das heißt, ich habe hier so eine Art Schutzmechanismus. Falls mal eine Strategie doch in einen größeren Drawdown gerät, fliegt sie automatisch aus meinem Portfolio raus. Und das kann ich selber steuern. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich gehe hier auf einen Wert von 50%, dann bedeutet das, ich bin bereit, 1000 Euro zu verlieren, also 50% von genau den 2000 Euro. Damit habe ich einfach eine Obergrenze festgelegt. Für meinen gesamten Account wären das 10%. Und also diese 1000 Euro auf das 10.000 Euro Konto, ja, das ist ein vernünftiger Wert. Und das würde ja irgendwie bedeuten, irgendwas geht hier schief. Und dass ich diesen Schutzmechanismus habe, ist natürlich ebenfalls eine richtig gute Sache, weil ich brauche das gar nicht mehr selber überwachen. In Summe ist das so praktisch an diesem JFD Invest. Nachdem ich hier diese Einstellungen gemacht habe, liegt alles bei JFD Invest. Ich brauche selber mich um die Trades nicht mehr kümmern. Mein Computer muss nicht an sein. Mein MT4-Account, den muss ich nicht sehen. Ich brauche kein Internet. Ich brauche keine Server. Ich brauche keine Expert Advisor. Ich brauche gar nichts. Alles passiert vollautomatisch und genau nach meinen Vorgaben, inklusive hier einem solchen Risk Management und einer allokierten Summe, also dem Betrag, den ich genau dieser Strategie hier geben möchte. Ich fasse hier kurz zusammen. 2000 Euro investiere ich. Ich erlaube einen Drawdown von 50% für die einzelne Strategie. Auf meinem Gesamtkonto wären das dann 10%. Und damit gehe ich rein. Und alles, was ich natürlich hier noch mache, ist, ich bestätige diese Fragen. Und dann wird die Strategie Goldmine jetzt automatisch in mein JFD Invest Konto aufgenommen und jeder neue Trade, der jetzt entsteht, na, der ist dann auch in meinem Konto. Das war der ganze Prozess, den ich starte und so kann man hier immer wieder auch Zwischenstrategien wechseln, neue Strategien dazunehmen und dann auch entsprechend das Risiko einstellen. Und jetzt habe ich nochmal die Bestätigung. Okay, alles läuft und Strategie Goldmine ist jetzt ebenfalls in meinem Account. Machen wir kurze Kontrolle, gucken wir nochmal auf Allocation und dann sehen wir, okay, Goldmine ist nun drin. Mit 2000 Euro und einer Protection von 50%, immer bezogen auf die allokierte Summe für diese Einzelstrategie. Coole Sache. Das heißt, da sind wir jetzt
genau drin. Und was man übrigens auch machen kann, ist, man kann auch sich mehrere JFD Invest Accounts kreieren und dann unterschiedliche Portfolios daraus machen. Das ist auch ganz einfach. Also klicken wir mal hier kurz auf Invest und dann sieht man schon, hey, ja, ein Account haben wir schon. Das ist der, in dem ich hier auch gerade die Einstellungen vornehme. Aber ich könnte auch hier noch weitere Invest-Accounts dazunehmen und gewissermaßen noch mehrere Portfolios machen, wer es gerne möchte. Also auch das kriegen wir hin. Und schließlich und endlich, wenn wir hier sowas machen, dann können wir natürlich auch unser eigenes Konto wiederum als Equity sehen. Und wie man sieht, bei 10.000 Euro gestartet und mittlerweile sind schon 160 Euro dazugekommen. Was übrigens auch schon passiert ist, logischerweise werden hier auch fallen hier Gebühren mit an. Gebühren sollte man natürlich auch wissen und mal drüber reden. Die Gebühren, die hier anfallen, sind sogenannte High-Watermark-Gebühren und das ist dann 25%. Was bedeutet das? Das soll heißen, wenn die Strategie Erfolg hat, dann zahle ich 25% von dem Gewinn als Gebühr. Aber nur, wenn die Strategie Erfolg hat. Nur, wenn sie neue Hochs kreiert, dann ist in der Tat sind hier auch Gebühren dann fällig. Und gucken wir uns das mal an, hier bei diesem Konto, weil wir einen Monatswechsel auch schon drin hatten. Das heißt, ich gehe hier einfach mal auf My Account und dann kann ich auch, na, wo war es nochmal? Jetzt muss ich selber kurz nachdenken. Dann war es My Reports, sorry für den ersten Fehler hier. Kein Problem. Okay, genau, My Reports. Und dann kann ich auch hier sehen, Gebühren unter Charges. Und dann sehe ich, okay, letzten Monat habe ich 36 Euro Gebühren bezahlt. Naja, weil ich auch entsprechende Gewinne hatte. Also das waren rund 160 Euro, 25%. Wir haben neue Höchststände erreicht und dann sind auch entsprechend Gebühren fällig. Man sieht, letzten Monat war ich schon mal in Goldmine investiert und die Gebühren richten sich auch pro Strategie. Und das Ganze immer, wenn die Strategie neue Höchststände am Monatsende aufweist, genau das ist das Kennzeichen hier von High Watermark, ja, dann werden auch nur Gebühren fällig. Ist eine total faire Sache, insofern, weil ich zahle nur, wenn ich auch Gewinne mache. Und das ist natürlich dann wirklich eine faire Sache. Da es gerade nochmal hier eine Frage dazu gab, gucken wir hier auch nochmal kurz auf eine Folie zu High Watermark. Also ich gehe mal im Schnelldurchgang hier durch. Angenommene Strategie hat gestartet bei 1000, hat am Ende des Monats 1200. Dann werden Gebühren fällig auf den Gewinn von 200 Euro. Dann am nächsten Monatsende waren hier nochmal neue Höchststände. Ebenfalls wären dann wieder Gebühren fällig. Nächster Monat, Verlustmonat, logischerweise zahlen wir nichts. Jetzt gucken wir hier mal ganz im Detail. Mitten in diesem dann folgenden Monat hat man einen riesigen neuen Höchststand, aber das zählt nicht. Es zählt der Monatsende und in dem gewählten Beispiel hier ist am Monatsende wieder 1100, also wären auch hier keine Gebühren fällig geworden. Erst wenn wir einen neuen Höchststand haben, also oberhalb von 1400, erst dann würden überhaupt wieder Gebühren fällig werden. Fassen wir mal zusammen. JFT Invest, also eine ganz coole Sache, ist de facto eine digitale Vermögensverwaltung, aber halt nicht einfach nur eine Blackbox, wo ich sage, okay, ich investiere jetzt 20.000 Euro, liebe Bank, lieber Vermögensverwalter, mach was damit. Nein, ich bin mein eigener Portfoliomanager. Ich lege fest, welche Strategien mit welchem Risiko und mit welcher Geldmenge investiert werden. Das heißt, es ist super gut konfigurierbar und alle Strategien und alle Kennziffern, die ich da einsehen kann, machen das Ganze extrem transparent. Da ich meine eigenen Präferenzen hier wirklich berücksichtige, bin ich de facto mein eigener Portfoliomanager. Und das ist wirklich cool und ich kann jederzeit einsehen, wo das Konto steht und auch jederzeit etwas hier dann entsprechend tun. Technischer Aufwand
brauche ich keinen. Ich brauche keine Expert Advisor. Ich brauche keine Computer anmieten, also sogenannte VPS. Alles nicht nötig. Passiert dann vollautomatisch bei JFD. Also wirklich ziemlich einfach und sehr effizient. Tja, wer Interesse hat, natürlich einfach starten, einfach mal reinschauen, auch in die Strategien, was wird getradet, mit einem Profil auch schon mal sich einzelne Trades dieser Strategien durchaus mal angucken. Wenn einfach Fragen sind, hier ist eine E-Mail-Adresse, das ist direkt von mir, oder auch einfach an den Support von JFD. Und da kriegen wir natürlich alle Fragen ganz einfach geklärt. Also, coole Sache. Letzte Woche Goldmine 2%, das war das Highlight der Woche. Soweit für heute. Nächste Woche machen wir hier weiter und schauen mal, was wir an neuen Highlights haben und vielleicht auch schon weitere neue Strategien. Wir werden sehen. Macht's gut und natürlich noch einen schönen Tag. Ja, und da wir schon Freitag haben, auch ein schönes Wochenende hier schon mal von dieser Stelle. Tschüss. Tschö.